Hallo, hallo. Passt noch nicht ganz. Ups. Seid ihr bereit für das letzte Mal Live-Yoga? Jetzt sieht man die Matte nicht mehr ganz. Okay. Ich würde sagen, lass uns loslegen. Ich schaue mal einmal ganz kurz hier in die Kommentare. Da kannst du leider nicht sehen am PC. Ich muss das einmal hier am Handy kurz machen. Und dann legen wir gleich los. So, jetzt muss ich gleich tot. Genau. Willkommen im Live-Chat. Okay, hat noch niemand was geschrieben. Glaube ich, wenn ich das hier richtig sehe. Wenn ihr mir ganz kurz mal Feedback geben könnt, ob alles soweit passt, dann können wir sofort loslegen. Vielleicht kann hier jemand. Okay, passt alles, glaube ich. Ach, ich wollte mir noch die Uhr einmal kurz runterstellen, damit ich die im Blick habe. Okay. Let's go. Wir kommen in die Kindeshaltung auf unsere Matte. Und setz dein Gesäß auf deine Fersen. Bring deine Hände, nehmen wir mal am Anfang, also streck deine Hände aus. Deine Ellbogen liegen jetzt auch nicht auf dem Boden auf, sondern sind leicht aktiviert. Und komm langsam hier. An auf deiner Matte, ganz bei dir. Nimm jetzt dieses Mal hier unsere Hände in der Gebetshaltung zusammen und setz dir deine Intention für deine Yoga-Praxis. Löse die Hände, komm zur linken Seite, neben deiner Matte. Für eine schöne Dehnung in deiner rechten Seite. Wieder die Mitte. Und zur rechten Seite, neben die Matte. Und wieder zur Mitte. Bring dein Gesäß nach oben. Setz deine Fußzehen auf. Komm in den herabschauenden Hund. Und lauf hier ein bisschen auf der Stelle. Indem du deine Knie nacheinander ranziehst. Lauf jetzt mit deinen Händen zu deinen Füßen. Deine Füße sind etwa parallel zu deinen Hüften. Und kneif deine Knie ein bisschen hier ein, bring deinen Oberkörper auf deine Knie, soweit das für dich möglich ist. Und dann drück nach und nach dein Gesäß nach oben und mach deine Knie oder Beine lang, soweit wie es für dich möglich ist. Bring deine Hände an deine Ellbogen und lass dich mal hier nach rechts und links baumeln. Du kannst auch mal den Kopf
Schick schön nach rechts und links baumeln lassen. Kommen wir zur Mitte. Und kommen jetzt mit einem runden Rücken, also Wirbel für Wirbel, nach oben. Löse die Hände. Spür kurz nach. Bring deine rechte Hand zu deinem linken Ohr. Zieh deinen Kopf zu deiner rechten Schulter, also lass die Schulter nicht hier oben, sondern entspannt. Und schräg nach vorne gucken, also zur linken Seite schauen. Die linke Seite des Hinterkopfs quasi etwas nach vorne ziehen mit deiner Hand. Und zur Mitte mit beiden Händen einmal umschränken, hinten am Hinterkopf. Und gib auch hier einen leichten Druck auf den Hinterkopf, sodass dein Kinn Richtung zu deiner Brust zieht, kommt. Und jetzt deine linke Hand auf die rechte Seite des Hinterkopfes. Schau so ungefähr schräg nach rechts unten auf den Boden. Und bring jetzt deine linke Hand zu deinem rechten Ohr und gib leichten Druck auf deinen Kopf, so dass du deinen Kopf zu deiner linken Schulter in die Richtung bringst. Komm wieder zur Mitte, kreise hier einmal mit deinem Kopf über rechts. Zur anderen Richtung. Komm wieder an deine Matte. Atme ein, nimm die Hände über den Kopf, atme aus. Komm mit geradem Rücken nach vorne und lauf wieder in den herabschauenden Hund. Mit deinen Händen zuerst. Nimm deine Füße hier wieder etwa hüftbreit auseinander. Und löse den rechten Fuß von der Matte. Deine Hüften sind parallel zum Boden. Und bring jetzt deinen rechten Fuß an die rechten Außenmatte, Außenkante deiner Matte. Löse hier dein linkes Knie oder lass es aktiviert, was sich für dich besser anfühlt. Dein Fuß. Und gib hier mal ein bisschen Druck auf dein rechtes Knie, sodass es ein bisschen nach außen fällt, der Fuß sich öffnet. Löse das Ganze wieder, setz deinen linken Fuß auf, bring deinen rechten Fuß wieder nach hinten, erst in die Liegestütz, in den herabschauenden Hund. Und bring deinen linken Fuß nach oben, dein Becken ist parallel. Bring jetzt deinen linken Fuß in deine linke Hand, die Außenkante der Matte. Dein rechtes Knie setzt wieder ab. Und öffne hier auch einmal zur linken Seite. Denk daran, ganz bewusst zu atmen, tiefe Atemzüge in deinen Bauch. Komm wieder zur Mitte, setz deine linke Hand ab, bring deinen linken Fuß erst in die Liegestütz. Und dann in den herabschauenden Hund. Spür hier kurz nach. Leg jetzt deinen Oberkörper auf die Matte ab.
beziehungsweise deinen ganzen Körper, deinen Oberkörper. Genau. Und achte hier darauf, dass deine Füße schön beide aktiviert sind, deine Fußzehen in die Matte drückt, dein Beckenboden ist leicht aktiviert, dein Bauchnabel zieht leicht nach innen, indem du kein Hohlkreuz machst, nicht hochguckst, sondern leicht nach innen zieht. Und komm hier einmal in die Sphinx. Setze dafür deine Ellbogen unter deine Schultern und die Hände bilden eine Linie mit deinen Unterarmen. Dein Kopf ist eine Verlängerung der Wirbelsäule. Und löse hier wieder. Bring die Hände neben deinen Brustkorb. Atme hier ein. Kurz deinen Atem wieder finden. Und bei der nächsten Einatmung bring deinen Oberkörper nach oben, soweit es möglich ist. Und zuletzt kannst du deinen Kopf leicht nach oben bringen. Achte hier darauf, dass dein Beckenboden angezogen ist, dass du keine Schmerzen im unteren Rücken hast. Und atme aus. Bring deinen Oberkörper wieder nach unten. Spür kurz nach. Bring deine linke Hand neben deine Matte. 90 Grad Winkel. Dein rechter Fuß hebt nach oben. Und bring den rechten Fuß neben die Matte. Intensive Dehnung, Öffnung für deine Schulter. Und du kannst hier die rechte Hand an deinen Rücken bringen. Komm wieder zur Mitte. Das gleiche auf der anderen Seite. Rechte Hand streckt aus. Achso, erstmal das Bein gehoben, genau. Und dann öffne zur linken Seite, bring deine linke Hand hinter deinen Rücken. Wieder zur Mitte. Nimm die Hände. Spür kurz nach hier im Leben. Und drück deinen Brustkorb nach oben, dein Gesäß nach oben, wieder in den herabschauenden Hund. Atme ein, löse den rechten Fuß von der Matte. Atme aus, öffne deine Hüfte hier ganz, dein Bein ist gestreckt. Bring deinen rechten Fuß zu deinem linken Gesäß. Mach hier ein paar kreisende Bewegungen mit deinem Knie. Wechsel die Richtung. Löse. Und deinen rechten Fuß in den linken. Atme ein. Dein linker Fuß streckt aus. Atme aus. Öffne hier deine Hüfte. Dein Bein ist lang. Bring deinen linken Fuß zu deiner rechten Gesäßhälfte. Und auch hier ein paar kreisende Bewegungen. Wechsel die Richtung. Komm wieder zur Mitte. Herabschauender Hund.
Löse deine Knie auf die Matte. Bring deine Knie etwa mattenbreit auseinander. Komm mit deinem Oberkörper auf deine Matte. Und halte hier ein paar Atemzüge. Langsam wieder nach oben, in die Kindeshaltung und spür kurz nach. Komm in den Vierfüßlerstand, streck dein rechtes Bein aus, deine Hüften sind parallel zum Boden, flex hier einmal den Fuß, setze langsam den Fuß hinten ab und bring dein Gesäß nach hinten, sodass du eine schöne Dehnung in deinem rechten Bein fühlst. Und löse wieder, bring dein rechtes Bein in dein linkes, dein Knie und löse hier einmal das linke Bein, eine Linie zum Körper, dein Bauchnabel ist leicht nach innen gezogen, also kein Hohlkreuz, sondern hier aktiviert. Aktiviere auch deinen linken Fuß und setze ihn ab und bring dein Gesäß nach hinten, deine Dehnung in der linken Wade. Und löse. Bring dein Knie wieder zur Mitte. Setz dich auf deine Fersen. Öffne deine Hände. Leg sie auf deinen Schoß. Schließ deine Augen. Und finde deine innere Mitte, lass deine Atem sich beruhigen. Lange und tiefe Atemzüge, sodass der Bauch sich auswölbt und einatmest. Du kannst auch mal zählen, wie viele Sekunden du einatmest und ausatmest. Bring jetzt deine linke Hand hinter deinen Rücken. Deine rechte Hand kommt über deine Schulter, über die rechte Seite. Und du schließt hinten deine Hände, soweit das für dich möglich ist. Ansonsten, wenn du hier bist, ist es auch vollkommen in Ordnung. Halt einfach da, spür nach. Und schließ deine Augen. Und komm ganz zu dir selbst. Halt dich an keinen Gedanken fest. Sei einfach hier in diesem Moment und spür dich hinein. Löse, ganz behutsam. Spür kurz nach, leg deine Hände auf deinen Schoß. Die Handflächen sind geöffnet, nach oben zum Himmel, zu deiner Decke.
Deine Schultern sind entspannt. Dein Rücken ist gerade. Und dein Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Bring deine rechte Hand hinter deinen Rücken. Deine linke Hand über deine linke Schulter. Versuche sie zu umgreifen, soweit es für dich möglich ist. Lass auch hier wieder deine Augen geschlossen. Also auch hier ganz behutsam. Nimm deine Hände wieder auf den Schoß. Spür nach, wo die Energie in deinem Körper fließt, wo sich Wärme ausbreitet. Und ganz langsam dein Gesäß nach oben, deine Knie etwa hüftbreit, nimm deine Hände hinter deinen Rücken, auf deinen unteren Rücken, zur Hüfte und auf dein Gesäß, die Finger zumindest. Atme ein, öffne deinen Brustkorb, schau leicht nach oben. Atme natürlich hier weiter. Und bei der nächsten Einatmung komm leicht nach hinten in eine Rückbeuge. Dein Beckenboden ist aktiviert, deine Beine sind aktiviert. Und bei jeder Einatmung kannst du noch ein Stückchen weiter nach hinten kommen, ohne dass dein unterer Rücken schmerzt. Und du wirst nicht gegeneinander drücken. Wenn es für dich möglich ist, kannst du deine rechte Hand zu deiner rechten Ferse bringen, deine linke Hand zu deiner linken Ferse. Achte auch hier wieder darauf, dass dein Beckenboden aktiviert ist, deine Brust geöffnet, dein Bauchnabel nach innen gezogen ist, so gut es möglich ist. Löse jetzt ganz behutsam die Hände und bring zuerst dein Becken nach unten und zu allerletzt dein Kopf und deine Brust. Komm in die Kindeshaltung, spür kurz nach. Und setz hier einmal deine Fußzehen auf die Matte auf. Bring deine Hände hinten an deine Fersen. Setz deinen Kopf auf die Matte und drück dein Gesäß nach oben. Löse, komm wieder in die Kindeshaltung. Auf deinen Bauch, deinen Körper ab und bring nun dein linkes Knie neben deine Matte, etwa einen 90-Grad-Winkel. Dein Fuß ist geflext, aber auch entspannt. Leg ihn auf den Boden. Wechsel die Seite, bring dein rechtes Knie neben deine Matte, schau zur rechten Seite.
in den rechten Fuß. Wieder zurück. Und spinne nochmal ganz kurz nach. Bring jetzt deine Hände neben deinen Körper nach hinten. Und achte hier nochmal darauf, dass dein Beckenboden aktiviert ist, dein Becken nach vorne kippt, dein Bauch dann vielleicht nach innen gezogen ist. Und bei der nächsten Einatmung bring deinen Oberkörper so weit nach hinten wie möglich. Löse und spür nach. Bring deinen Oberkörper nach oben. Setz dich zwischen deine Knie, wenn das für dich möglich ist. Und wenn nicht, nimm gerne ein, zwei Kissen unter dein Gesäß. Du kannst sie dann einfach so. Setz dich mal raus. Du kannst es dir noch höher bauen, da drauf setzen. Und wenn es ohne möglich ist, dann ohne. Bring die Knie ein bisschen näher zueinander. Wenn du Probleme in deinen Knien hast, dann achte ganz, ganz besonders bei dieser Asana darauf, dass du nichts übergehst. Wenn das schmerzhaft für dich ist, kannst du auch gerne die Asana auslassen oder du probierst das Ganze in deinem eigenen Tempo. Noch ein bisschen Platz nach vorne, um nach hinten zu kommen. Okay. Für diejenigen, für die das genug ist, bleib hier. Für die, die mehr wollen, komm mit deinen Ellenbogen nach unten. Und dann gehst du jetzt nochmal nach oben, wenn du Platz hast. Und für diejenigen, die noch mehr wollen, bring deinen Oberkörper ganz auf den Boden. Und deine Hände nach oben. Und löse deine Füße. Und für diejenigen, die sitzen, leg dich auf deinen Rücken. Stelle deine Füße etwa hüftbreit an dein Gesäß auf. Und jetzt deinen linken Fuß auf dein rechtes Knie. Dein linkes Knie versucht, auf einer Höhe zu deinem rechten Knie zu kommen. Natürlich so weit, wie es für dich möglich ist. Und greife mit deinen beiden Händen den rechten Oberschenkel. Aktiviere hier deine Füße, besonders deinen linken Fuß, um dein Knie zu schützen. Und zieh den rechten Oberschenkel so nah an deinen Oberkörper, wie es für dich möglich ist. Aber lass dein Gesäß auf den Boden liegen, also deinen unteren Rücken. Dein Gesäß da. Unteren Rücken. Also kein, nicht hier hochheben, sondern liegen lassen. Löse, ganz langsam, bring deinen rechten Fuß wieder in dein Gesäß. Dein linken Fuß neben deinen rechten. Spür kurz nach. Streck nun dein rechtes Bein aus. Bring dein linkes Knie zu deiner Brust. Bei der nächsten Ausatmung bring deine Nasenspitze zu deinem Knie.
Löse deinen Kopf. Streck nun dein linkes Bein so gut es für dich möglich ist aus. Du kannst entweder an deinen Oberschenkeln festhalten oder auf Kniehöhe oder an deinen Fußgelenken oder Füßen. Geh bitte so weit, wie es für dich möglich ist. Und mach hier einmal kreisende Bewegung mit deinem Fuß in die eine Richtung. Wechsel die Richtung. Komm wieder zur Mitte. Umgreife die Außenkante deines Fußes. Und bring nun dein Knie neben deinen Brustkorb, soweit es möglich ist. Lass aber dein rechtes Becken auf dem Boden liegen. Und wenn du möchtest, kannst du hier noch einmal den Fuß strecken, ansonsten bleib da, wo du bist. Du kannst gerne deinen großen Fußzeh umgreifen. Und komm ganz behutsam wieder zur Mitte, löse, spür kurz nach in Shavasana. Setz wieder deine beiden Füße an dein Gesäß auf, bring deinen rechten Fuß auf dein linkes Knie. Dein rechtes Knie zieht nach außen, quasi parallel zu deinem linken Knie, so gut es geht natürlich. Bring deine Hände unter deinen linken Oberschenkel, deine Füße sind geflext. Und zieh deinen linken Oberschenkel, so gut es geht, an deinen Oberkörper, aber natürlich achte ganz bewusst auf deine Grenze, kipp sie eher an und atme dorthin. Wir wollen keine Schmerzen verursachen, höchstens ein schönes Ziehen. Und dann legen den Fuß wieder auf die Matte, ganz langsam. Deinen rechten Fuß wieder hüftbreit nehmen. Deinen linken Fuß löse, den linken Fuß streck dein linkes Bein aus. Bring dein rechtes Knie zu deiner Brust. Atme ein. Und beim Ausatmen bring deine Nasenspitze zu deinem Knie. Löse. Streck ganz behutsam dein rechtes Bein hier aus. Und mach hier eine kreisende Bewegung. Wechsel die Richtung. Und zur Mitte. Und versuch hier einmal die Außenkante deines Fußes zu kriegen. Winkel dazu dein Knie an und bring dein Knie zur rechten Seite auf deine oder neben deine Matte, tendenziell natürlich so weit, wie du kommst. Und lass deine linke Hüfte auf dem Boden liegen. Und so hier nicht abheben, sondern liegen lassen. Und
Und strecke hier auch einmal. Den rechten Fuß muss mir ein bisschen Platz machen. Und löse ganz behutsam. Und schau mal, das Sandalspiel kurz nach. Bring nun beide Knie zu deiner Brust und greife sie mit deinen Händen oder bring deine Hände auf deine Knie und mach hier ein paar rollende Bewegungen nach oben und unten. Immer mehr, bis du zum Sitzen kommst. Setz dich auf deine Matte, streck dein rechtes Fuß, dein rechtes Bein aus, bring deinen linken Fuß an dein Schambein ran. Atme ein, schaff Länge im Rücken. Atme aus, komm nach vorne. Und lass dich über dein Bein fallen. Soweit es natürlich möglich ist. Du kannst auch hier wieder arbeiten mit Kissen. Kannst dir hier eine Kissenschicht hinlegen und dich auf die Kissen quasi drauflegen. Natürlich ein paar mehr als sonst noch eins. Sonst bringt das, glaube ich, nicht viel. Komm dann wieder nach oben mit deinem Oberkörper. Streck dein linkes Bein aus. Bring deinen rechten Fuß zu deinem Schambein. Atme ein. Mach deinen Rücken lang. Atme aus. Komm nach vorne. Langsam wieder nach oben mit dem Oberkörper. Streck beide Beine aus. Atme ein, Rücken lang. Atme aus. Komm nach vorne. Und den Oberkörper wieder nach oben. Komm in die Endentspannung, in Shavasana. Mach dir gemütlich, nimm dir gerne auch eine Decke, oder zieh dir Socken an. Wir fangen jetzt einmal unseren Fußspitzen bis zu unserem Kopf und zu allerletzt zu unserem Herzen an, einmal gedanklich unseren Körper zu durchwandern. Du kannst dir vorstellen, wie du dich innerlich massierst oder berührst, einfach massierst, streichelst, was auch immer, oder einfach eine Farbe durch dich durchzieht, was auch immer dir gefällt. Fang an bei unseren Fußzehen, Fußflächen, Fersen, Unterschenkel und Schienbein,
Oberschenkel. Deine Hüften. Unterleib. Ich sehe es. Und dein unterer Rücken. Dein Bauch. Dein Brustkorb. Dein oberer Rücken. Deine Schultern, Schulterblätter. Deine Oberarme, Ellbogen und deine Unterarme. Deine Hände. Komm wieder hoch zu deinen Schultern, deinen Nacken. Dein Hinterkopf, deine Ohren, deine Schläfen, dein Scheitel, zu deiner Stirn, deinem dritten Auge. Stell dir vor, wie du hier deinem dritten Auge verbunden bist mit dem Universum, dein Lichtstrahl, der durch dich durchfließt. Zu deinen Augenbrauen, deinen Augen, langen Knochen, Nase, dein Kiefer. Dein Kinn, dein Hals und komm über deine Brust zu deinem Herzen. Mach's dir hier bequem, ruh dich aus, entspann dich. Stell dir vor, wie du hier das schönste Paradies, das du dir in deinem Leben jemals vorstellen kannst, hast. Stell dir vor, wie dir dein Wohnzimmer aussehen würde und du dort drin sitzt und vielleicht einen wundervollen Garten hast oder Ausblick. Oder es vielleicht ganz gemütlich in einer kleinen Höhle hast. Was auch immer dir gefällt, stellst dir vor und fühl dich dort geborgen und zu Hause. Fühl dich angekommen. Bei dir selbst. Und die Gerüche wahr, die dort im Duft versprühen, die Laute, vielleicht ein Vogelgezwitscher oder das Meeresrauschen, was auch immer ein ganz individuelles Zuhause bietet oder hat, dich entspannen lässt. Bist hier ganz sicher und geborgen. Spür, wie alles, was du im Außen suchst, in dir drinnen liegt.
mit dir selbst. Und nur du weißt, was für dich richtig ist. Komm noch einmal zurück zu deiner Intention. Am Anfang deiner Yoga-Praxis. Ich lasse es ja einmal sich ausbreiten in deinem Zuhause, in deiner sicheren Umgebung, sich entfalten. Stell dir vor, wie du jetzt in deinem Wohnzimmer wie so eine Schaltzentrale hast, wo du jede Zelle deines Körpers aktivieren kannst. Und schick diese Intention in jede Zelle deines Körpers. Du kannst vielleicht einen Knopf drücken oder einen Hebel, ganz langsam nach oben schieben. Was auch immer dir kommt. Da ganz auf dich. Spür die Zelle deines Körpers mit Dankbarkeit überströmt. Die Intention aufnimmt. Komm langsam wieder in deinem Körper an, im Bewusstsein. Haltet sich wieder in deinem ganz sanften Körper und zu Hause wird immer kleiner. Du sagst auf Wiedersehen. Du weißt, dass es aber kein schlimmer Abschied ist, denn du kannst jederzeit dort wieder zurückkehren. Und jetzt kommst du langsam wieder hier in den Raum an. Dort, wo du bist. Leg deine Finger an deine Fußzehen. Dein Körper. Mach die Bewegung, die dir gut tut. Und leg dich auf eine Seite deiner Matte. Komm langsam mit geschlossenen Augen in deinen Schneidersitz oder in den Sitz, der für dich bequem ist. Dein Rücken ist lang, deine Schultern sind entspannt, dein Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule. Und du atmest ein, nimmst all die positive Energie in dir auf. Atme aus, nimm deine Hände vor deine Brust in Gebetshaltung. Noch einmal das Ganze, atme ein. Und aus, Hände. In dein Jani Mudra, deine Brust. Löse deine Hände, bring sie auf deine Knie. Und ganz langsam öffne deine Augen. Vielleicht erst noch einen kleinen Spalt, dann noch mehr. Ein bisschen dunkel geworden. Genau. Und jetzt machen wir eine kurze Reinigung, Kapalabhati, eine kurze Pranayama-Einheit, etwa, ja, vielleicht so 5 bis 10 Minuten. Ja. Wenn du noch keine Erfahrung damit hast, dann hör jetzt aufmerksam zu. Also wir nehmen einen großen Atemzug in uns auf. Ihr müsst jetzt noch nicht mitmachen, halt erstmal zu, für die, die noch nicht wissen, worum es geht. Und dann pumpen wir die Luft aus unserer Nase aus, indem wir, ja, wie so ein Husten durch die Nase quasi. Also, dabei zieht der Bauchnabel nach innen bei jedem aus. Am einfachsten sieht. Also, atme ein, dein Bauch wölbt sich nach außen und dann aus.
Also der Bauchnabel pumpt nach innen. Und natürlich hebt sich auch dabei dein Brustkorb natürlich auf und ab. Und fang an. Machen das Ganze etwa eine halbe Minute. Dann atmest du ganz aus zum Schluss. Und atmest nochmal ein, hältst so lange die Luft an, wie es für dich möglich ist. Und dann löst du. Also, langen Atemzug ein und aus. Langer Atemzug aus, langer Atemzug ein, Luft anhalten, so lange wie es für dich möglich ist. Löse, atme aus, wenn du nicht ausgeatmet hast. Lass deinen Atem sich beruhigen und spür mal einfach nur nach. Lass die Energie in deinem Körper fließen und nimm wahr. Du kannst auch gerne deine Hände in Chin Mudra nehmen, also Daumen und Zeigefinger berühren, ganz sanft aneinander, legst auf deine Knie ab. Und nimm einfach wahr, die Weite. Dein Geist, dein Körper, dein Kopf. Wir machen das Gleiche noch einmal. Diesmal ein bisschen schneller. Atme ein und aus. Langer Atemzug aus, langer Atemzug ein, halten. Löse, atme aus. Erinnere gerne wieder den Chin Mudra. Nimm wahr, lass deine Atem sich beruhigen. Nimm die Weite und Klarheit in dir wahr. Langsam deine Augen. Nimm jetzt deine rechte Hand, deinen Daumen und deine, also so ist ungefähr die Handstellung. Du nimmst deinen Daumen an dein rechtes Nasenloch und deinen Ringfinger und Kleinfinger an dein linkes und deine beiden Finger, also der Zeigefinger und den Mittelfinger an dein drittes Auge. Das ist der Punkt, leicht über deinen Augenbrauen in der Mitte etwa. Und lass mal nur das rechte Nasenloch geschlossen, öffne das linke Nasenloch und atme so weit es geht links aus, ganz entspannt.
Wenn du nicht mehr kannst, atme ein. Wechsel die Richtung, schließ dein linkes Nasenloch, lass dein rechtes geöffnet, atme rechts aus. Bis du nicht mehr kannst, atme ein. Schließe, linkes öffnen, aus. Ein. Wechsel aus. Ein. Wechsel aus. Ein. Mach es gleich in deinem eigenen Tempo weiter. Schließ gerne deine Augen. Wenn du merkst, dass ein Nasenloch verstopft ist oder nicht so gut fließt, dann schnapp dir natürlich ein Taschentuch, wenn du das brauchst. Ansonsten mach weiter. Wir bringen hier unsere Nadis wieder in Einklang miteinander. In Balance. Unsere Energiebahn. Das Ganze etwa noch eine Minute. Und wenn du links wieder ausatmest, dann löse die Hand. Löse deine Hände in deinem Chin-Mudra. So wie es für dich angenehm ist. Schließ deine Augen und wahr. Das ist jetzt eine wundervolle Gelegenheit, um eine ganz kurze, geführte Meditation zu machen. Normalerweise mache ich die transzendentale Meditation zweimal täglich, 20 Minuten. Aber eine geführte Meditation hat für mich ganz persönlich einen anderen Effekt oder atme ganz bewusst mit deinem Atem. Einatmen, bis wieder in Bauch sich nach außen wölbt. Ausatmest, wölbt sich ganz natürlich dein Bauch leicht nach innen. Wenn du einatmest, hebt sich dein Brustkorb ganz natürlich. Und all das war. War, dich langsam deine Gedanken beruhigen. Oder auch wenn es noch aktiv bei dir ist, lass es vorbeiziehen. Halt dich nicht irgendwo fest, sondern lass sie da sein, wo sie sind und lass sie gehen. Und versuch sie nicht wegzuschieben, aber versuch sie auch nicht festzuhalten.
Lass sie einfach so durchlaufen. Ein ganz natürliches Rauschen. Ein angenehmes Rauschen. Komm zu deinem Herzen. Spür, wie dein Herzschlag arbeitet, rhythmisch und gleichmäßig. Ganz entspannt und intakt. Als ob das wie ein Trommelschlag so. Eine leichte Hintergrundmusik macht, die dich aber ganz entspannen lässt. Nimm jetzt deine Wirbelsäule wahr, wie dort die Energie nach oben und nach unten fließt. Bei deinem Kopf. Bis nach ganz unten zu deinem Steißbein. Nimm deine Schultern wahr, dein Nacken. Du bist ganz entspannt, aber trotzdem aufgerichtet sind. In dein Kopf war. Spür nach. Vielleicht findest du hier eine ungeahnte Weite, die du vielleicht so noch nicht kennst. Und sei einfach neugierig. Es war ohne großartig zu bewerten. Komm langsam für dein Herz zu deinem unteren Bauch. Hier kann zum Beispiel deine Intuition sitzen, dein Bauchgefühl. Trau ihm. Und horch mal. Dort einfach hinein. Und komm langsam zu deinem Becken, deinem Gesäß, deinem untersten Chakra. Und spüre auch hier die Weisheit und Kraft in dir, Lebensenergie. Alles Leben erschafft, auch zerstören kann. Nimm sie ganz bewusst wahr. Wieder nach oben zu deinem Herzen. Spür, wie sich dein Herz hier anfühlt. Vielleicht ein bisschen traurig oder schwer oder auch ganz leicht und frei. Um wahr und zu bewerten und halte dich auch nicht an den Gefühlen fest, sondern lass sie einfach sein.
Langsam hoch über deinen Nacken und Hinterkopf. Zu deinen Ohren. Noch hier die ureigene Kraftbahn. Komm zur Krone deines Kopfes, zum Scheitel. Und spür, wie sich hier die Energie nach oben ausbreitet und du mehr als das bist, was du denkst zu sein, mehr als dein Körper. Es gibt keinen Anfang und kein Ende. Wir sind verbunden alle miteinander. Mit dem Universum. Mit der Natur. Mit den scheinbar bösen Menschen und den guten Menschen. Wir sind verbunden miteinander. Und alles hat einen Effekt aufeinander. Ohne das jetzt großartig zu bewerten. Und das war, fühl das. Wie fühlt sich's an? Du kannst jetzt, wenn du möchtest, ganz bewusst. Und das, was du glaubst, sei es ein Gott oder das Universum oder die Natur, was auch immer, und was du glaubst, jetzt die Chance, eine Frage stellen, dass du eine Antwort bekommst von irgendwo. Sei neugierig und offen dafür, die Antwort. Komm langsam wieder in deinen gesamten Körper an. Die Umgebung war. Langsam im Raum an, lass aber deine Augen geschlossen. Wenn du so weit bist, kannst du ganz behutsam deine Augen öffnen lassen. Ganz kleine Spalt, schau auf den Boden. Und nach das Licht rein. Öffne deine Augen. Komm hier wieder ganz und gar an. Du kannst dich auch gerne auf den Rücken legen, wenn du noch das Bedürfnis hast, dich nochmal ausruhen. Und ja, ansonsten bedanke ich mich für die gesamte Woche, für die Yoga-Praxis, für euer Vertrauen, dass ihr mit mir den Yoga gemacht habt. Und ich schaue jetzt noch einmal, ich hoffe, dass es soweit alles geklappt hat. Ich habe mal in die Kommentare. Hier fragt jemand, kann man jetzt noch einsteigen? Also du kannst ja die Yoga-Praxis nochmal nachmachen. So, ich sehe gerade, dass schon einige von euch gegangen sind. Ich wünsche euch einen schönen, entspannten Abend und ich möchte heute Abend live gehen bei Instagram übrigens. Vielleicht habt ihr Lust, da einzuschalten. Also heute ist Freitag, wenn es natürlich Freitag, kann man mit Datum sagen, Freitag, der 10. Januar, genau. Das Video bleibt noch einen Moment, dann nicht, dass ihr nächsten Freitag denkt, dass das dann ist. Genau. Freue mich, wenn ihr dabei seid. Es soll so ein bisschen über unseren Community-Urlaub gehen und die Retreats und sowas, auch zum Yoga-Retreat, was jetzt im Januar stattfindet, vom 21. bis 26. Januar hier auf Teneriffa. Genau. Und natürlich noch ganz wichtig, der virtuelle Hut geht auch hier wieder rum. Ihr findet alle Links in der Infobox. Wenn ihr mir einen Energieschub zurückgeben wollt, könnt ihr das gerne über den PayPal-Link machen. Und das geht dann direkt weiter an meine Freundin Lisa.
Okay, ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis dann.